Hallo zusammen, euer Forscherteam der Gruppe ist heute wieder für euch da. Sagt mal, habt ihr schon mal ein Luftkissenboot gesehen? Das ist wirklich eine super geniale Erfindung, bei der das Boot nicht direkt auf dem Wasser fährt, sondern auf eine Luftschicht über das Wasser hinweg gleitet. Dieses Prinzip wollen wir heute mal nachahmen. Wir konstruieren heute wieder etwas. Wir bauen heute mit euch zusammen einen kleinen Luftkissengleiter. Um einen Luftkissengleiter zu bauen, braucht ihr wieder gar nicht viel und ich bin mir sicher, dass ihr wieder alle Sachen dafür zu Hause habt. Ihr braucht vor allem eine alte CD oder ein CD-Rohling, dann einen Luftballon, am besten zusammen mit einer Luftballonpumpe, es macht das Ganze etwas einfacher. Dann braucht ihr zum Befestigen Heißkleber oder auch einen Kneterest und dann noch so einen Deckel von einer Sportwasserflasche oder von einer Spülmittelflasche. Das sind diese, die man so rausziehen kann zum Öffnen und wieder reindrücken kann zum Schließen. Ja, und schon können wir loslegen. So, zuerst nehmt ihr mal eure CD und legt sie auf die bedruckte Seite auf den Tisch. Das ist ganz wichtig, dass ihr es so rum macht. Diese bedruckte Seite ist zwar vielleicht etwas glatter, aber wenn ihr mal fühlt, auf der glänzenden Seite der CD gibt es hier oben so eine kleine Wurst oder Wulst, die würde es gleich nur behindern. Deswegen legen wir die bedruckte Seite nach unten. Dann nehmt ihr euren Flaschendeckel, macht den erstmal zu, also einmal zudrücken und klebt den dann über das Loch in der Mitte der CD. Dafür nehme ich jetzt erstmal den Heißkleber. Dafür lege ich mir hier erstmal eine Klebewurst um das Loch herum. So, und drücke jetzt den Deckel darauf. Damit nachher auch alles wirklich schön luftdicht ist, lege ich hier nochmal eine Klebewurst um die Seite herum. Dann ist wirklich alles schön abgedichtet. So, und das Ganze muss dann natürlich erstmal auskühlen, bevor wir weitermachen können. Wenn ihr sagt, Heißkleber ist mir mit Kleinkindern etwas zu gefährlich, das möchte ich nicht, dann könnt ihr alternativ auch die Knete nehmen. Dann legt ihr wieder eure CD so rum auf den Tisch, also mit der glänzenden Seite nach oben und befestigt den Deckel einfach mit etwas Knete. Ihr müsst nur gucken, dass ihr das Loch nicht zuklebt in der Mitte, sondern die Knete von außen herum legt. So, ich lege hier erstmal die Knete außen um das Loch herum und drücke dann meinen Deckel da rein. Hier ist es auch wieder wichtig, dass der Deckel nachher luftdicht abschließt. Also einfach so ein Knetering formen. So, und da drücke ich jetzt meinen Deckel rauf. So, die Seiten streiche ich hier nochmal etwas fest. So, und dann sitzt es auch schön luftdicht auf dem Loch und hält auch sehr gut. Jetzt müssen wir unseren Luftkissengleiter quasi nur noch betanken. Ihr könnt vorher schon mal ausprobieren, ihn so über den Tisch gleiten zu lassen und ihr seht, da hat man nicht wirklich Erfolg mit, weit kommt er nicht. Aber jetzt kommt noch der Tank oben drauf. Das heißt, ich puste meinen Luftballon auf. Ich könnte nochmal vorher checken, dass der Deckel auch wirklich geschlossen ist. So, ich gebe mal Luft in den Tank. Und dann müsst ihr versuchen, den Luftballon über die Öffnung von diesem Flaschendeckel zu ziehen, möglichst ohne dass Luft rauskommt. Das kann man ganz gut auch zu zweit machen. So, ist ein bisschen fummelig, aber es funktioniert. Einmal da drüber gezogen. Und dann kann man normalerweise den Luftballon auch loslassen, ohne dass Luft herauskommt. So, und jetzt gehen wir schon in Startposition. Ich setze meinen Luftkissengleiter hier auf den Tisch. Der ist schön glatt. Es ist wichtig, dass ihr eine glatte Oberfläche habt. So, jetzt seid ihr schon, Achtung, fertig, los. Ich öffne jetzt gleich hier unten mein Ventil, gebe dem Ganzen noch einen kleinen Schubs. Dann könnt ihr schon zugucken, wie unser Gleiter über den Tisch schwebt. Also, los geht's. Das gleiche können wir auch nochmal mit dem Knetemodell ausprobieren. Ich öffne den Deckel und auch der saust auf die Milch. Aber wie funktioniert das Ganze jetzt eigentlich genau? Wenn ihr versucht, die CD so über den Tisch gleiten zu lassen, dann kommt sie meistens nicht weit. Und das ist so, weil die Reibung zwischen dem Tisch und der CD einfach zu groß ist. Ihr müsst also zu viel Kraft aufwenden, um diese Reibung zu überwinden. Wenn ihr jetzt aber den Luftballon mit Luft betankt und das Ventil öffnet, strömt hier unten die Luft durch das Loch aus und es bildet sich eine hauchdünne Luftschicht zwischen dem Tisch und der CD. Die CD schwebt jetzt also auf dieser Luftschicht und die Reibung zwischen der Luft und der CD ist viel, viel geringer als die Reibung zwischen dem Tisch und der CD. Und deswegen kann euer Gleiter so wunderbar über den Tisch schweben. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen von dieser genialen Konstruktion. Viel Spaß beim Forschen und sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.